Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge X3 Albion Pilot mit der EMC-4AP-Mod. Versuch Nummer 2. Ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht mal gestört von irgendwelchen Helikoptern von der Bundeswehr, die wo hinter meinem Haus gelandet sind. Da war dann aber die ganze Aufnahme nochmal total für die Hose gewesen. Es war so laut. Unglaublich. Also, unglaublich. Als hätten die nicht was anderes zu bieten, wo sie können landen. So, aber folgendes. Ja, das Problem mit dem Absturz habe ich so ein bisschen in den Griff bekommen. Und zwar war doch mein Verdacht gewesen, dass die Marani auch in dem jeweiligen Sektor muss sein, beziehungsweise in meiner Nähe, wenn ich dort auf die Station landen will. Ich hatte jetzt da schon mehrmals das Ganze mal ausprobiert. Und es ist mir immer wieder das Spiel abgeschmiert. Also das war wirklich... mein PC war dann komplett tot gewesen. Ich habe hier den Affengriff gemacht, also Steuerung Alt entfernen. Nix. Also ich hatte nur einen schwarzen Bildschirm gehabt. Und ja, da habe ich mir gedacht, jetzt versuch's noch einmal, aber mit der Marani, dass sie doch bei mir in der Nähe ist. Und dass wir dann, sage ich mal, gleichzeitig andocken. Und es hat funktioniert. Ja, da habe ich mir gedacht, okay, ist das jetzt Zufall oder ist es wirklich so? Da habe ich das Ganze nochmal ausprobiert. Ja, hat wieder funktioniert. Also es ist kein Zufall, das heißt... man muss hingehen, wenn man auf der Station landen will, muss die Marani in der Nähe sein, dass sie auch so gleich kann andocken. So, dann noch nebenbei habe ich noch ein bisschen Geld verdient, also es war mal 12,5 Millionen gewesen, da war wieder mein Frachter mal ein bisschen schneller gewesen. Ey, das ist jetzt ja gut. Schon wieder. Ich werde nochmal die Aufnahme neu machen. Okay, 200 Impulsstrahlen-Emitter. Das finde ich cool. Was für Level hast denn du? Level 11. Theoretisch hättest du jetzt auch den Sprungantrieb, ne? Nein, nur den Reiseantrieb. Okay, das ist nicht so schlimm. Aber wieso hast du noch Kristallen-Siliziumscheiben an Bord? Wieso hast du Kristallen-Siliziumscheiben an Bord? Konntest du die nicht verkaufen? Da ist jetzt ja die Frage. Naja, gut. So, aber wie gesagt, ich habe jetzt 11,2 Millionen oder knapp 11,3 Millionen. Ich werde die, was für ein Schiff war das nochmal gewesen? Die Machete, genau. Die werde ich jetzt verkaufen, weil ich habe hier für dieses Schiff hier gar keine Verwendung. Ich werde mir jetzt die Argon Centau kaufen, ja. Also die schwere Centau. Jawohl, so, jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Und, ja, kaufen. Und dann muss ich halt dieses jeweilige Schiff, muss ich ja noch ausrüsten. Also, einmal 200 Megajoule hat er. Volle Pulle. So, das heißt, alles hier draufklatschen. Komm, alles weg. Gut, so, haben wir alles. So, dann nehme ich mir jetzt mal hier mal mein kleines Schiffchen hier. Die Waren, beziehungsweise die Upgrades, die ich noch hier noch in dem Schiff habe, transferiere ich rüber. Dann bleibt erstmal die Nova erstmal auf Eis. So. So, Warenaustausch. Moment. Warenaustausch mit der Nova. So, erwartet Solid brauche ich nicht. Aber Energiezellen. So. Reiseantrieb, jawohl. Triplex-Scanner. So, dann, So, das wäre das. Gut, dann heißt es jetzt Schiff wechseln. Das geht ja auch nicht. Moment, bin ich jetzt wirklich gezwungen mit der Nova? Oh Gott. Ich bin jetzt wirklich gezwungen mit der Nova. Puh, wie soll ich denn das machen, bitte? Wie soll ich das mit der Nova machen?
Kann mir das mal einer erzählen? Wie soll ich denn das mit der Nova schaffen? Dass das auch noch zum Scheitern der Mission führt. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht, also. Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen Was wäre? Hergestellt. Was wäre, wenn ich nur den Transporter benutze? Aber gut, der Transporter zählt eigentlich auch dazu. Lebenserhaltung, Verkaufspreis, Schnäppchen finden, digital, Landecomputer, transferiert. Das Problem ist die Fracht. Die Fracht zählt nicht dazu. Nachdem das altgediente Elite der Argonen in den Ich habe keine. geschickt worden war, stand im argonischen Militär faktisch kein Kampfschiff der. Argon Schiffswerft. Wo ist mein. Erteilt. Autopilot aktiviert. Andockerlaubnis erteilt. Wo ist denn mein hier, dein. Mein. Autopilot deaktiviert. Na? So rumdrehen. Wo ist denn überhaupt mein Passagier? Hatte ich ihn vorher auch nicht gehabt? Achso, ich habe ja keinen Landecomputer mehr drin. Okay, das ist mir ja nicht an, ey. Ich bring dich ums Spiel. Dieser Autopilot da. Eieieiei. Moment, ich habe hier alles transferiert, ne? Theoretisch könnte ich hingehen. Schwerer Centaur. Kommando akzeptiert. Folg mir. So, und wenn meine Centaur hier angekommen ist. Schwerer Centaur. Ich habe hier eigentlich alles. Außer, dass ich, ja. Scheiße. Ah, verdammt. Okay. Das ist jetzt ein bisschen knifflig. Das ist wirklich ein bisschen knifflig. Ich weiß es nicht. Ich bekomme die nicht zerstört. Das heißt, ich bin jetzt in meinem Schiff. Im Namen unseres Präsidenten bin ich festgebunden. Es ist immer schön, Freunde der Hier, da ist er doch. Zu begrüßen. Der Neville Johnson. Der Neville Johnson. Okay, ich bin an meinem Schiff, bin ich festgebunden. Ah, verdammt. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Okay. Puh, das ist knifflig. Das ist knifflig, weil ich kann auch nicht meine Centau, die KI ist so dumm dafür, für mich zu beschützen. Erreiche System, Wolkenbasis Südwest. Das wird zu einem Problem. Eine Möglichkeit hätte ich da noch. Und zwar, wenn die Feinde kommen, ja, also die Kopfgeldjäger, würde ich mich direkt verpissen auf irgendwo eine Station, einen Reiseantrieb rein und dann hoffentlich mal, dass sich die Yakis drum kümmern. Aber selbst das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Jetzt hat man eine schöne Zentau, aber jetzt kann man diese nicht benutzen. Toll. Schön. Schön. Ah, schade. Ich dachte, das würde funktionieren. Ah, ja. Ruhe, ihr Paraniden.
Das ist auch die einzige Möglichkeit, wo ich auch probieren könnte, ist, dass mich die Yakis unterstützen. Aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein, da ich mit den Yakis nicht gerade verbündet bin. Erreiche System. Ocracoke Sturm. Du machen Kau, du Augen auf. Du hier richtig. Ich bin mit den Yakis. Doch, Yaki. Plus 6. Hat das mit der Mission zusammengehangen? Ja, ne? Okay. Jetzt müssen wir nur auf Marani Zorn warten, dass die hier eintrudelt, ja? Und wenn die eingetrudelt ist. Nochmal schnell speichern. Ja, gut, das wäre jetzt, sage ich mal, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt hätte. Gibt es hier irgendwelche Großkampfschiffe? Ja, gibt es, ne? Ich wäre mit dem Reiseantrieb, wäre ich ja schnell genug. So, 81 Energiezellen habe ich ja noch. Es ist nur die Frage, es ist hier. Ja, da oben, da oben, da oben, da oben. Die Akkureis. Auf der Suche nach Schutz für ihre im Aufbau befindliche Flotte mittels kleinerer Großkampfschiffe entwickelten die Yaki zwei neue Fregattentypen. Einer davon, der Akure, was böser Eine klingt. Akure. Nennen Sie eher Akurei. Wie akkurat. Okay, so. Es heißt es wirklich warten auf die Marani, bis die andudelt. Das dauert jetzt ein bisschen. Weil ich weiß es nicht, wo sie jetzt genau unterwegs ist. Ich denke mal, sie wird jetzt Minen des Imperators sein oder ein Peronid-Poheim. Wie gesagt, also ich habe Zeit. Ansonsten einfach vorspulen, bis da die Action wieder losgeht. Ja. Da ist sie doch. Oh, das ging mal flott. Okay. Oh, ich sag nächstes Mal nichts mehr. So, Spielstand speichern. Jetzt die Frage. Wolkenbasis Südost. Elenas Glück. So. Wolkenpass Südost würde ich gerne mal aufheben noch. Und dann. Schiffswerft. So, jetzt aber. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Waffen habe ich, Schilde habe ich. Ich habe eigentlich noch alles, genau. So, gut. Marani, bist du hinter mir? Ich nehme dich mal besser mal ins Visier. Verbesserte Version. Eclipse. Weil sie muss jetzt da, ich glaube, um die 3 Kilometer muss die bei mir sein. Ja, sieht gut aus. Bitte stürzt mich nicht ab, Spiel, bitte. Ich habe es zweimal getestet, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen auf dieser Yaki-Station. Fühl dich wohl. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Okay. Okay, das funktioniert. Gut. So, jetzt. Heißt es abdocken. Marani aufnehmen. Und dann schnell weg. Und dann ganz schnell weg, weil. Ja, Mission. Genau, okay. Ja, explodiere. Okay, schön das Bit, ne? Ganz schön das Bit. So, okay, dann heißt jetzt dann, wenn ich ihn eingesammelt habe. Habe ich Raketen an Bord? Nee, oh, falsche Taste. Nee, ich habe gar keine. Oh, hätte ich, die könnten zu mir ziehen. Bop. So, ich brauche hier nur 500 Meter zu gehen und dann. Kein Ziel. Ja. Wird automatisch eingesammelt. So. Habe ich ausgewählt? Ja. Okay, hier sind die Headhunters. Ist die Frage, machen die Jagd auf mich direkt? Machen die direkt die Jagd auf mich? Ja, tun sie. Tun sie, tun sie, tun sie, tun sie. Okay. Sie machen direkt die Jagd auf mich. Andockerlaubnis verweigert. Oh, 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 o
Wieso Andock Erlaubnis verweigert will? Ah, ich bin ja, glaube ich, immer ein bisschen, Andock Erlaubnis erteilt. Autopilot deaktiviert. Was? Hä? Wo? Ah, alter Vater, ey. Das ist jetzt ja wohl schlecht. Ich dachte wirklich, was ist jetzt passiert? Und ich habe mich das letzte Mal so abgehangen mit dieser Mission, für die zu bekämpfen. Hab mir unnötig ein Schiff gekauft. Okay, besser als gar nichts. Ist der Kerl schon wieder bei mir? Ja. Das geht so schnell mit der... Man muss sich alles nachlesen. Das geht viel zu schnell. Schon gut, schon gut. Ein Geheimlabor oder Gona, keine Elemente, die der Wissenschaft bekannt sind. Die Energie, die durch diese Energiequelle erzeugt wird. Möglichkeiten um ein Vielfaches. Okay, Wolkenbasis Südwest. Ich dachte schon, das hätte mich... Oh nee, die scheiß Kahax da. Moment. Könnten die mir Probleme bereiten, die Kahax? Jetzt müssen wir grüne Schuppe, okay. Gott, okay. Grüne Schuppe, aber erstmal zu Nathans Reise. Ja. Also wirklich. Eins. Oh nein, im Moment bin ich jetzt mit Argon auch verfeindet. Stimmt ja, da war ja was gewesen. Oh. Okay. Polarstern, Argonen. Moment, grüne Schuppe, ne? Hab ich das nicht schon? Ja, hab ich. Okay. Time left 0. Okay, bei jedem... ich mach vorerst aber bei jedem Sektor manchmal einen kurzen Stopp. Ich hoffe mal, die Argonen schießen nicht mein Uni-Händler ab. Ansonsten gibt's hier wirklich Haue. Momentan bist du in Schrei. Der Merkur ist die neueste Errungenschaft der argonischen... Ach, die Lithiumscheiben hast du an Bord, mein Großer. So, meine Ziele. Nathans Reise. Zeit der Wahrheit, ja. Ohne das Schiff zu wechseln. Und auf den kürzesten Weg. So, ich mache aber trotzdem langsam. Machen wir mal ohne den Sinser. Es kann trotzdem ja sein, dass da nochmal irgendwelche Dialoge kommen. Schwarze Sonne. Weil ich kann ja ruhig, sag ich mal, so schnell fliegen. Gab's hier noch andere Nachrichten großartig? Ach, übrigens, bevor ich ausgestiegen bin, könntet ihr noch die paar Bergungsgüter einstecken. Was? Bergungsgüter? Hä? Hä? Moment, Bergungsgüter. Habt ihr irgendwelche Bergungsgüter gesehen? Erreiche System, unbekannter Sektor. Ich habe hier keine Bergungsgüter gesehen. Aha. Todesklaue, das Produkt einer der wenigen. Ja, komm. Andock Erlaubnis erteilt. Autopilot. Oh shit. Energiezellen werden knapp, ne? Grüne Schuppe. Grüne Schuppe, das ist. Ah, ich weiß wo. Ja, grüne Schuppe ist da oben. Bei Nianas Unterschlupf.
Ne, wobei, ne, stopp. Ist eigentlich nicht so weit. Okay, ja. Aber was für Bergungsgüter hatten der gemeint? Habe ich die jetzt da drinne? Nee. Ich habe sonst keine Bergungsgüter dabei. Ansonsten, ich habe ja, Gott sei Dank, gespeichert. Erreiche System. Nathans Reise. Pff, was ist denn hier los? Ja, nee, ist klar. Sind die allen gar? Machen die Jagd auf mich? Oh Gott, ich brauche unbedingt ein besseres Schiff. Es war ein Fehler, mit der Nova hier rumzufliegen. Es war definitiv ein Fehler. Uiuiuiui. Aber ich sehe gerade. Nee. Ich habe falsch gesehen. Schlucht. Du kannst hier wirklich landen, Schiff? Das will ich im Auge behalten. Ich denke mal nicht, dass der dort landen kann. Weil wenn ich hier verfeindet bin mit den Argonen, dann ist das genau dasselbe hier auch. Oder? Erreiche System, schwarze Sonne. Ja, Schatzkammer. Das ist jetzt schon wieder so ein blöder Kopfgeldjäger. Die Todesklaue, das Produkt einer der wenigen Kollaborationen zwischen. Ich würde mich gerne mit denen anlegen, aber die Plasmasturmgeneratoren, die machen richtig viel Aua. Sonst will ich mich gerne mit denen anlegen. Sonnenkraftwerke erzeugen Energie. Du kannst hier nichts einkaufen. Kollege, du kannst hier nichts einkaufen. Der Merkur ist die neueste Errungenschaft der argonischen Handelsflotte und ein würdiger Nachfolger des. Du konntest doch einkaufen? Sonnenkraftwerk. Oh, okay. Dann mach weiter. Dann einfach weiterhandeln, als wäre nichts gewesen. So, okay. Erreiche System, Schatzkammer. Omikron Laiwi. So. Ich kann hier nichts tun. Ich kann hier gar nichts tun. Sie sprechen mit dem Wie verschwinden Sie und nerven Sie jemand anderen? Okay, jetzt weiß ich, wieso dieser Plot oder beziehungsweise dieser Start auf sehr schwer ist. Jetzt weiß ich, wieso. Ah, Gott. Ich hätte sollten mich besser darauf vorbereiten. Auf diesen Plot. Wesentlich viel, viel besser. So, das kann ich hier mal ein bisschen beschleunigen. Weil ansonsten wäre der Dialog ja schon längst gekommen. Oh, okay, jetzt weiß ich wieso. Erreiche System, Omikron Lyre. Pilot, hier spricht die argonische Sektorsicherheit. Verlassen Sie auf der Stelle diesen Sektor. Ihr aktueller Status verbietet Ihnen den Aufenthalt in unseren zentralen Sektoren. Wenn Sie nicht innerhalb der nächsten Minute verschwunden sind, sehen wir uns gezwungen, tödliche Gewalt anzuwenden. Mach doch. Ja, ich bin nicht gut vorbereitet. Also ich bin gezwungen, mit dieser Nova zu kämpfen. So, und ich hoffe mal, ich kann irgendwann mein Schiff wechseln, weil die ganze Zeit dabei zu haben, ohne das Schiff zu wechseln. Respekt. Respekt. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht, dass es noch so schwierig wird. Das ist alles rot, ey. Nur Kopfgeldjäger. Na, ich sehe nur rot, die ganzen Argonen. Aber die Kopfgeldjäger machen mir Probleme. Besonders mit den Plasmastromgeneratoren. Die sind. Das sind, sag ich mal, eher großflächige Waffen. Machen zwar mittelmäßigen Schaden, aber wenn du mal. Unsere Aufforderung, unsere zentralen Sektoren zu verlassen, nicht gefolgt. Angriffsvektor wurde autorisiert. Bereiten Sie sich auf Ihre Vernichtung vor. Jupp. Auf geht's. Wenn man, sag ich mal, so mehrere Plasmastromgeneratoren hat, 8 Stück oder so, das haut rein. Also, man sollte das halt nicht unterschätzen.
Bei einer ist es jetzt aber mal ganz was anderes. Erreiche System Nyanas Unterschlupf. So. Es sind noch mehr Kopfgeldjäger. Was bedeutet bei den Kopfgeldjägern das K1? Oder K1L0? Die Todesklaue, das Produkt einer der wenigen Kollaborationen. Ich wusste es doch. Split Raumanzug. Autopilot, Autopilot aktiviert. Ja, die kämpfen da oben. Die kämpfen da oben. Okay, die kümmern sich um die Kopfgeldjäger. Easy peasy. Ich habe jetzt da gar nichts mitbekommen, dass das so schnell geht. Sie haben es so gewollt. Ja. Nun werden Sie sterben. Ihr Merkur-Tanker aus der Fabrik Ihr Agrarzentrum L wurde zerstört im System Nyanas Unterschlupf. Moment, wo ist meine Station? Hä? Moment, wo? Meine Station ist weg. Oh nein, oder? War das wirklich ein Fehler gewesen, diese Station hier hinzubauen? Oh Gott, ich hasse das, ey. Naja, gut, kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Okay, Pilot. Sie haben es nicht anders gewollt. Die schließende Menge Unsinn langsam enthält die doch. Wir haben nicht die Zeit herauszufinden, was wahr und was falsch ist. Ich muss meinem Vater helfen und du sollst dich mit dem Wissenschaftler treffen. Lass uns hier bringen und tapfern Flitz zur Forschungsstation. Gut, okay. Na, nicht jetzt. Nicht jetzt. Okay, wo... Ja, das ist jetzt scheiße mit meiner Station. Der geht auf mein Konto. Das ist jetzt ein bisschen doof. Erreiche System, grüne Schuppe. Docke an, Forschungsstation. Hey. Autopilot deaktiviert. Todesklaue, Prototyp. Die stehen rum. Forschungsstation. Ah, da hinten. Ist sie das? Ist sie das? Ich bin ja eigentlich mit den Teladis ja verbündet. Dieser Außenposten dient als Entleg. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Gut, dann docken wir hier mal an. Warten noch einmal das nächste Gespräch ab. Und dann war es das auch gewesen mit dieser Folge. Also ist schon heftig jetzt, was jetzt hier alles passiert. Agrarzentrum verloren, ein Schiff verloren. Ich kann nicht mal mein eigenes Schiff fliegen, also meine Schwere sind taub. Kann ich nicht fliegen. Schade. Die Split-Dynastie heißt gute Freunde. Schade. In Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Was? Logbuch einsehen. Okay, GB, mein Freund wird mich aufwesen. Ich muss meinem Vater helfen. Ich treffe dich später. Wollen Sie kämpfen und wollen etwas für die Sicherheit tun? Kaufen Sie sich eine Polizei. Was? Übstens. Dich grüßen. Split haben wir berichtet. Aber.
Krone, die geschrieben, der Splitdrache, wo in das letzte Mal. Direkt. Ach, kommen drei Nachrichten. Verboten, Familienrück loyal zu halten. Ah, okay. Was für eine damalige Zeit. Wie soll ich das wissen, welche Familie mächtig war? Angefangen. Wieder drei Nachrichten. Was? Hä? Was wird haben eine gute Nachricht? Haben Sprungantriebsmodul repariert. Es selbst nicht mehr brennt, aber total beschädigt. Also musst entfernen es. Wir haben eine Stelle, wo wir so bei Familie sein beginnen. Dort gibt es einen Oberst, der dir weiterhelfen kann. Er hat einen Geheimdienstausrüstung, eine Chronik. Ich hatte in der Vergangenheit mit ihm zu tun. Gut. Jawohl. Mission? Mission weiterleiten, bitte. Familie sein, das ist doch hier oben, ne? Doch, hier ist er doch. Familie sein. Genau, fliege zu Familie sein. Okay, jetzt hat die Mission sich aktualisiert. Gut, okay, dann würde ich sagen, war es das gewesen mit dieser Folge. Und wir schauen dann, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Also ich freue mich jetzt auch schon drauf, wie nochmal alles zerstört wird. Die ganzen Sektoren, alles. Gut, dass ich nicht mehr Stationen gebaut habe. Gut, dass ich nicht mein Komplex gebaut habe. Also das wäre richtig heftig. Also ich hätte mir da in den... Ich hätte das Spiel genommen und es komplett deinstalliert wieder. Da hätte es wirklich gar keinen Spaß gemacht. Egal, gut. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.